Hallo und herzlich willkommen heute zum 16. Adventskalendertürchen bei blauem Himmel, strahlendem Sonnenschein und wir haben es 2 Grad in Düsseldorf. Es ist ein bisschen fröstlich auf den Dächern, aber ja, von Schnee weit und breit leider nichts zu sehen. Nun gut. Ich wollte eigentlich gerade angeben mit der Tatsache, dass ich alles habe. Habe ich auch. Und was habe ich vergessen? Natürlich die Kerzen anzuzünden. Aber das ist ja auch mal ganz schön, die dann jetzt mit euch zusammen anzuzünden. Das war jetzt nicht so clever, die letzte so anzuzünden. So, also gestern ist er ausgelaufen an 2 Kerzen, einmal an der, einmal an der. Die eine Kerze ist Gott sei Dank auf den Teller gegangen, die andere Kerze ist leider auf den Tisch gegangen. Da durfte ich lange putzen, aber es ist gut gegangen. Keine Flecken auf diesem weißen Tisch. Nun, gut. Ja, wir starten also, würde ich sagen, ohne lange drüber und drunter herzureden mit unseren Adventskalendern. Ich habe heute leider noch viel vor, jetzt am Wochenende ja unsere Weihnachtsfeier, da muss ich noch sehr viel vorbereiten. Deswegen weiß ich auch nicht, wann morgen das Türchen erscheint. Da bitte ein bisschen Verständnis haben, aber ich denke mal, das sollte kein Problem sein. So, die 16, wo ist die 16? Und die Bahn ist immer pünktlich. Und an den Tagen, wo sie nicht pünktlich ist, das sind dann höhere Mächte. Da ist die 16, ganz versteckt, neben dem Tannenbaum. Weil, also ich kann aus meiner Zeit als Lokführer, es ist ein Schlitten, berichten. Da verschönige ich jetzt wirklich nichts. Sondern es ist wirklich so. Obwohl ich großer DB-Fan bin, aber wie gesagt, da verschönige ich jetzt nichts. Die meisten Verspätungen, die ich gesammelt habe, und ich war immer sehr erpicht darauf, pünktlich zu fahren, kamen durch Fahrgäste, die Türen aufgehalten haben, natürlich immer hinten die letzte, durch Personen im Gleis, beziehungsweise Kinder im Gleis, wenn dann die Strecke gesperrt war oder man umgeleitet werden musste aufgrund dieser Streckensperrung. Oder dann halt auch, was viel vorgekommen ist, das war so 2019, 2020, Anfang, naja, Ende 2018, Anfang 2019, die Zeit war das, wo man halt unheimlich viele Kabel geklaut hat oder beschädigt hat von der Signaltechnik und daraufhin die Signale ausgefallen sind. Und das waren wirklich so die heftigsten und eigentlich auch immer häufigsten Verspätungsgründe, die ich gehabt habe. Also aufgrund von Fahrzeugstörungen an meinem Fahrzeug wenig, wirklich wenig, sehr wenig. Und ich bin über 15 Jahre jetzt am Fahren, fast 20 Jahre. Egal, sehr lange. Also wie gesagt, es ist, es gehört eigentlich gar nicht hierher. Was erzähle ich euch hier alles? Naja, egal. Ihr merkt es, beim Thema DB kann ich direkt mit einsteigen und stundenlang quatschen. So, wir machen weiter mit unseren 3-Fragezeichen-Kalender. Entschuldigung. Ja. Wenn ich einmal ins Quatschen komme. So, zack, die Nummer 16. So, dann wollen wir mal. Bob entdeckte in dem Moment einen Mann, der mit einer großen Ölkanne in eine Halle lief. Los, hinterher! Die Halle war mit unzähligen Kisten vollgestellt. Dazwischen verliefen Wege wie in einem Labyrinth. Hintereinander liefen die 3 Fragezeichen die vielen Gänge zwischen den Kisten entlang. Peter rannte vorweg. Wo ist er denn hin? Ich will wissen, wer das Öl auf die Fahrbahn gegossen hat. Doch nach einer Weile gaben sie auf und Justus wischte sich den Schweiß aus dem Gesicht. Es gibt keinen zweiten Ausgang aus dieser Halle. Das bedeutet aber, dass der Verdächtige noch hier sein muss. Bob sah sich um. Aber er kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. Plötzlich fiel sein Blick auf den Boden. Eine rostige Eisenklappe war zu sehen. Moment, Kollegen. Kollegen. Was ist, wenn er hierdurch verschwunden ist? Peter versuchte, die Eisenklappe zu öffnen. Die Klappe ist leider verschlossen, mit einem merkwürdigen Schloss. Hier braucht man ein Spezialwerkzeug. Doch vorhin habe ich in der Halle eine Werkbank gesehen. Womöglich finden wir dort ein passendes Werkzeug. Das ist kein Werkzeug, das ist eigentlich fast schon wie bei uns bei der Bahn im Vierkant. Naja, jetzt brauche ich wieder mein Schauglas, mein Sichtgerät, weil diese dunkle Schrift auf schwarzem Grund. Mit welchem Werkzeug kann man die Klappe öffnen? Okay, ich blende das euch wieder ein, dann können wir zusammen rätseln. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kant. Ja, ein 6 Kant. Also, die Nummer
Ah, warte mal, die Nummer 3 könnte das sein. 1 ist ein Vierkant. Ein Schlüssel, der liegt, der ist überhaupt nicht aufgeführt mit einer Zahl. Der ist es nicht, der ist es nicht. Also rechts neben der 1 ist es nicht, 4 ist es nicht, 2 ist es nicht. Ich glaube 5 ist rund, kann das sein? 2, 3, 4, 5, 1, 2, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nee, das kann die 5 sein. Weil die Nummer 3, 1, 1, 2, 3, 4, 5, ist nur fünfeckig. Die 1 ist viereckig, die 3 ist fünfeckig, die 1 ist viereckig und die 4 ist dreieckig. So, die 2 würde ich jetzt mal sagen, die ist rund. So, der neben der 1 kann ich zählen, also ist es die 5. Die Nummer 5. Und Eck, alle recht. Es ist die 5. So, eine Zündschnur. Wo ist eine Zündschnur? Da ist eine Zündschnur. Hier oben. Relativ easy heute. Das finde ich gut. Es ist auf jeden Fall wieder Papier drin. Und das Türchen ist schon wieder fast kaputt gegangen. Na, herrlich. Was zum Henker ist es? Es sind irgendwelche Bilder. Die drei Detektive, wir übernehmen jeden Fall. Also, ich weiß ja nicht. Das ist auf jeden Fall richtig. Es sind Sticker. Das braucht jeder Detektiv. Sticker. Warte mal, warum ist die... Mal die Linse sauber machen. Ah, das sieht schon besser aus. So. Manche Spuren sind erst auf den zweiten Blick erkennbar. Genauso verhält es sich mit den drei Detektivstickern. Siehst du die grünen, weißlichen Flächen auf den Stickern? Ich zeige euch das mal. Das sind die Sticker. Halte den Stickerbogen einige Sekunden unter ein Licht und gehe anschließend in einen dunklen Raum bzw. mache das Licht aus. Das geht jetzt hier schlecht. Deine Sticker leuchten im Dunkeln. Ach, da tatsächlich. Ja, jetzt sieht man's. Tipp, verziere mit den Stickern deine Detektivnotizen. Sie werden nicht nur bei Licht ein Hingucker sein. Ja, man sieht's tatsächlich. Ja, also, ich kann es euch leider nicht zeigen, aber es leuchtet wirklich in grün. Hä? Es leuchtet im Dunkeln. Grün. Meine Güte. Ach, guck mal. Man sieht es, glaube ich, ein bisschen. Es leuchtet wirklich im Dunkeln. Vorsicht, Tatort haben wir hier. Hier haben wir eine Person, die da liegt. Und hier die drei Fragezeichen. Eine coole Sache, auf jeden Fall. Kommt mit in den großen Gewinnbottich. So, das war es also mit den drei Fragezeichen. Wo kommt das hin, da. So, dann gibt es wieder was zum Mampfen. Auf Milka ist Verlass, würde ich jetzt mal so behaupten, da ist die 17, da ist die 16. Weil hier beim Milka-Kalender und beim DB-Adventskalender hatte ich bisher die wenigsten bis gar keine Probleme. Die Türchen gingen super auf. Okay, hier bei Milka kommen manchmal die Figuren nicht raus. Es ist ein Haus, ein Lebkuchenhaus. Und dahinter sind wieder zwei spielende Kinder, ein Teddy und ganz viele Geschenke. Ja. Du kommst dahin. Nee, dann würde ich mal sagen... Kommt jetzt unser Superheldenkalender. Die 16, wo ist sie? Da oben. Ah, oh, wieder einer oben, das ist sehr gut. Na. Ihr seht ja, was ich meine. Oh, und es ist wieder eingerissen. Oh, ich kann kotzen. Was soll das? Was zum Henker? Ist denn das? Das ganze Türchen ist... Mann. Also, heute bin ich... Also,
Also der ist wirklich zuverlässig, der Kalender, mit Sachen, oh, der Kopf ist wieder beweglich, ich kann den Kopf komplett im Kreis drehen. Das sieht richtig gruselig aus, Freunde. Das sieht mehr als gruselig aus. Was zum Henker ist das? Auf dem Kalender ist Verlass, denn keins der Figuren, die hier drin sind, kenne ich. Jetzt sag doch mal selber, sieht das gruselig aus oder sieht das gruselig aus? Weil ich kann es auch null zuordnen zu irgendetwas. Keine Ahnung. Es gibt wieder was zu naschen. Lind, lass mich nicht im Stich. Hier ist die 16. Das schreit auf jeden Fall nicht nach Edelherb. Hoffentlich. Aber das schreit auch, dass ich die Türchen schon wieder nicht aufkriege. Man muss hier immer Werkzeug haben. Gold, was ist Gold? Moment, kann das weiße Schokolade sein? Es ist weiß, jawohl. Weiße Schokolade, weiße Schoki. So, du kommst hier hin, du bleibst an dem stehen. Sit. Denn ich glaube, da ist nämlich auch eine weiße Füllung drin. Ja, es ist eine Füllung dran. Sehr lecker. Und bei weißer Schokolade, da scheiden sich ja die Geister. Die einen behaupten, nein, es ist eigentlich keine richtige Schokolade. Und die anderen, wie ich, schwören auf weiße Schokolade. Ja. So, Escape. Hinaus mit uns, hinaus. So, unser Wegweiser und unsere Code-Matrix, die wir eh nicht brauchen. So, wir sind gestern, Zeigestab, da ist er. Wo waren wir denn gestern? Ah ja, genau, hier oben waren wir. Hier in dem Raum sind wir. Hier haben wir gestern reingeguckt. Jetzt logischerweise macht es Sinn, dass wir jetzt in das untere Türchen reingucken, weil wir können ja sonst nirgendwo anders hin. Das heißt, ich bin gespannt, was es ist. Es sind Würfel. Richtig schöne Würfel. Macht ihr das auch? So bei neuen Sachen, insbesondere bei Büchern, dran zu schnüffeln? Ich weiß, das ist eine Krankheit vielleicht, aber ich mache so nämlich gerne den Geruch. Und es ist tatsächlich auch wieder eine Flamme drin. So, das war es. Jetzt bin ich gespannt. Band. Komm, jetzt bleib stehen. Ah, er bleibt stehen. Ah, das waren die Würfel, die ihn immer zu Fall gebracht haben. Ah, die Würfel sind echt schön. Start, ein Fall nach oben. 1 plus 2. Was ist das denn? Ende? Okay, was ist die Nachricht? Okay, vielleicht hätte ich die relativ am Anfang oder relativ weit am Anfang hätte haben sollen, dass ich hier... Naja. Schauen wir uns mal das heutige, naja, Rätsel kann man nicht sagen. Die heutige Nachricht. Oh, das ist lang. Wo es man sich kennt. Besser ist es. So, ich zeige euch erstmal, was hier drin war. Die Flamme, eine halbe Flamme. Nee, warte mal, die Rückseite. So. Also die Würfel sind echt schön. Schön groß, auch schön gedruckt. Finde ich cool. So, was geht denn heute ab hier? Aus den Nebelschwaden kommt eine uralte Frau auf euch zu. Ihrem Erscheinungsbild nach zu urteilen, muss sie die älteste Person sein, die ihr je gesehen habt. Ich bin Refil, die letzte der Sola. Zumindest dachte ich das bis eben. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt und dabei auch die Gemüter der Kali beruhigen konntet, seid ihr wohl auch von unserem Volk. Aber um sicher zu gehen, habe ich noch einen Test. Mit diesen Worten deutet sie auf zwei riesige Würfel aus Holz. Wenn Start und Kreis ganz oben liegen, könnt ihr diesen Test besiegen. Ihr müsst nur Seitenwechsel zählen, vom Start zum großen Kreis, von dort zum großen Sechseck und von dort zum Ende. Dann erst werde ich euch
erwählen. Alle Aktionen einfach zählen wie Würfel wechseln. Umdrehen und zweimal aufeinander, auf einmal drehen. So werden wir euch stehlen. Was? Mit diesen, wenn Start und Kreis ganz oben liegen, Start und Kreis. Bei beiden? Start und Kreis. Aber hier habe ich keinen Kreis. Also meinst du diesen Kreis hier oder was? Könnt ihr diesen Test besiegen? Ihr müsst nur Seitenwechsel zählen. Vom Start zum großen Kreis. Also hier auf dem Startwürfel ist kein Kreis. Hier ist ein Kreis mit einem Pfeil drin. Aber... Hä? Ich kapiere das nicht. Ich meine, es ist ja nichts Neues. Aber... Rot. Eine halbe rote. So rum. Tja, können wir auch nichts mit anfangen. Edda hat wohl mit ihrer Vermutung recht gehabt. Der Greifer speist den tiefgefrorenen Burger mit einem Haps. Ah, guck mal. Doch eure Zusammenarbeit gelingt... Ach, guck mal hier. Doch eure Zusammenarbeit gelingt es euch nach vielen kraftzehrenden Minuten, das schwere Rätsel zu lösen. Höchst erfreulich, sagt Trifil anerkennend. Wir Solar ziehen im Winter jeden Jahres an den Südpol, um das Gleichgewicht der irdischen Kräfte wieder zu regulieren. In den letzten beiden Jahren bin ich jedoch sehr schwach geworden und konnte meine Pflichten nicht gerecht werden. Das hat sich vermutlich in der Welt gezeigt. Ihr müsst unbedingt das Portal für die Kali wieder aufbauen. Dafür braucht ihr die 5 Mauerkarten. 2 davon besitzt ihr anscheinend schon. Beeilt euch, ihr dürft keine Zeit verlieren. Mit zittrigen Händen übergibt sie euch eine weitere Flammenplatte. Ah, die übergibt sie uns also. Falls ihr erst eine ungenutzte Flammenplatte habt, tragt jetzt die Zahl des morgigen Dezembertages in das Türchen mit den Wolken ein. Wo sind hier Wolken? Oh, hier. Okay, also das wäre dann die 17 gewesen. Falls ihr bereits 2 ungenutzte Flammen habt, klebt die beiden Flammenaufkleber auf die Mauer links oberhalb vom Türchen mit der Nummer 7 und lest den passenden Wegweiser-Eintrag. Okay. Also, ich habe weder das Rätsel gelöst, noch weiß ich, wo hier 7, 17 oder irgendwas ist. Also, wie gesagt, die Rätsel, die Würfel sind schön, aber damit anfangen kann ich nichts. Ja, es kommt immer wieder Start und der Fall. Freunde, diese wunderschönen Würfel, denn die Würfel sind gefallen, könnt ihr gewinnen. Und ich wäre so froh und so interessiert, dass derjenige, der das hier alles gewinnt, vielleicht tatsächlich so clever ist und sich meldet und sagt, so pass mal auf, das geht so und so. Das wäre echt cool. So, last but not least, unser Play-Doh-Kalender. Wo? Oh. Unser Tannenbaum ein bisschen gelitten hat. Scheiße. Oh, das tut mir leid. Das tut mir jetzt echt leid. Der war, in der Knickfalte. Scheiße. Ich würde sagen, müssen wir da nochmal neu machen. Ach ja. So, die 16 ist hier unten. So, dann nehmen wir direkt wieder meinen Zeigestab. So, das ging einigermaßen, obwohl auch wieder kaputt gerissen. Mal. Das ist ja praktisch. Was ist denn das? Was ist denn da noch dran? Ich krieg's noch nicht raus mit meinen Wurstfingern. Doch, jetzt vielleicht. Der hat sich verabschiedet. Das sind 10.000 Sprachen, keiner davon ist Deutsch. Da, Spielknete nicht zum Verzehr geeignet. Reinigen, überschüssige Knetmasse entfernen. Den Rest trocken lassen und dann abkratzen. Hinweis, die Knetmasse nach dem Spielen immer in die Dose zurücklegen und verschließen. Enthält Weizen. Ja.
Also hier haben wir nach dem Spielen, was ist da denn für ein Quatsch? Ich muss doch hier Dingsen hier alles auslegen. So, wir haben eine Glocke. Da! Wir haben eine Glocke. Und das Geile ist, ihr seht es auch mit einem Loch. Das heißt, wir bekommen die Glocke ziemlich einfach da wieder raus. Das finde ich sehr gut. Und vor allen Dingen, im Gegensatz, wenn ich mir jetzt hier unser Rentiergesicht angucke, wie flauschig und geschmeidig die Knete hier in den Döschen ist. Klar, natürlich, sie trocknet aus. Aber das ist schon krass der Unterschied. Boah, jetzt komm raus, so. So, wie viel brauchen wir denn? Das ist, glaube ich, immer noch zu viel. Nehmen wir mal so viel. Tschack, tschack, tschack. Ja, das geht ganz gut. So, jetzt kommt wieder unser Allerwelts-Werkzeug für Knete. Das ist schon zu viel. Na, guck mal, hier habe ich doch einigermaßen gut geschätzt. So, dann lümmeln wir das hier nochmal rein richtig. So. Dann wieder die überschüssige Knete weg. Und das Geile jetzt an der Figur hier. So. Schön sauber arbeiten. Ist, dass wir jetzt hier drücken können. Ich meine, das sieht dann zwar komisch aus, aber zack, guckt euch das an. Wunderschön geht sie raus und die Form ist einfach nur herrlich. So, das heißt, wir können es hier reinlegen. Passt wie angegossen. Zack. Die Knete ist wieder im Döschen, die überschüssige. Und ich finde, das kann sich sehen lassen. Ja, Freunde, dann sind wir am Ende angekommen. Das war heute unser 16. Adventskalender-Türchen. Morgen am 17., also sprich am Samstag, sehen wir uns wieder. Wann kann ich nicht sagen. Wie gesagt, ich habe noch sehr, sehr viel vorzubereiten. Und ja, am Sonntag dann, wie gesagt, denke ich mal, dass wir uns auf der MOBA sehen. Da haben wir unsere Weihnachtsfeier. Ich denke mal, da werden wir mit allen Anwesenden dann die Türchen öffnen. Oder auch nicht, muss ich mal schauen. Und ja, nichtsdestotrotz, wir sehen uns auf jeden Fall wieder, das ist gewiss. Gestern kamen auch wieder neue Let's Play-Videos online und ja, schauen wir mal, wie die nächsten Tage laufen. Wir sehen uns auf jeden Fall hoffentlich morgen wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, habt einen schönen Tag. NRWY18. Adieu.